Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der 1. März. Es ist 8:33 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Und wir haben also nicht nur gerade eben in den Tagessignalen sehr viele Signale, sondern hier auch eine 24er Box. Meine Damen und Herren, wird von uns genommen. Einmal nochmal zeigen. Also was war zu schnell? Wir haben eine Blue Box, die unter 30 ist. Und wenn wir jetzt eine 24er Box nehmen würden, ich ziehe die mal einmal ran, eine 24er darunter, so machen das Auge, können wir nach wie vor bis zum 11. Trade locker durchziehen. Ja, also wir drücken drauf. Blue Box oben auf diesen linken Kreis. Zack, 24er Box. 1, 2, 3 und wir sind. Die Box haben wir scharf geschalten. Das bedeutet 13.921 gehen wir long oder 13.897 gehen wir short. Jetzt kommt wieder die Frage, was machen wir mit der Big Number? Big Number setzen wir dann erst nach der Blue Box dann wieder an und wir gehen einmal in die Vergangenheit, nämlich auf den Freitag. Da gab es 27er, eine 22er, aber zu keinen optimalen Handelszeiten. Hier 18:44 Uhr, eine 18er Box, die in den Gewinn gelaufen ist. Eine 30,5er. Wir sind ja sehr penibel, die treten wir nicht. Ja, und ansonsten war hier extrem viel Wohler. Kam für uns also nicht in Frage. Wechseln wir zu den Wohler-Boxen. Das sind die grünen Boxen. Hier am Freitag unten sehen wir sehr schön. Hier einmal reingelaufen, da einmal reingelaufen. Hier oben, die haben wir gespielt. Da mehrmals nochmal einmal reingelaufen in die Wohler-Boxen. Und jetzt die Frage natürlich, wo kommt die Wohler-Box heute Morgen rein? 13.877. Das heißt, wir sind eher im unteren Bereich. 13.877 wäre dann die Wohler Box für die Damen und Herren, die sich notieren wollen. 13.877. Und dann, wie jeden Morgen, blicken wir auf die großen Zeitebenen und fangen heute an mal bei Bitcoin. Also Bitcoin vom Hoch 57.000 zum Tief am Wochenende von 44.000. Aktuell liegen wir bei 46.000 in Bitcoin. Und ja, wir haben das ja, ich mache das mal ein bisschen kleiner. Von links nach rechts sehen wir hier 23, 38er Retracement. Und erst hier unten würden wir einen Trendwechsel reinbekommen, laut den Fibonacci. Bereichen. Ich wechsle hier nochmal, also auch hier noch kein Short-Bereich, aber um das nochmal zu zeigen für alle Clubmitglieder, wir sind haben voll geladen. Also die Patronen sind voll und zwar den großen Teil Short, Audi Kanadisch Dollar auf Tagesbasis Short, Audi USD Short, Dow Jones Short, Euro Austral Dollar Long, Euro Kanadisch Dollar Long, Stocks, S&P, alles aktuell mit Short-Signalen vom Freitag. Ja, hoffentlich, dass das keine Fehlsignale waren. Und wir blicken dann direkt mal in die großen Zeitebenen rein und fangen an mit Gold als zweiten Markt. So, Gold, Vorlage, Tagesstrategie Pro. So, wir sind eine Etage tiefer am Freitag, 1715. Auch hier, wenn wir die Fibonacci-Bereiche mal nehmen und gehen dann nochmal eine Etage höher, dann sehen wir das Tief hier, das Hoch dort und wir sind jetzt auf Wochenbasis auf den 38er angesetzt. Das heißt, das Tief war 1149. Wann war das Tief? Im Jahre 2018, am 12. August, ja, lagen wir bei 1155 und das Hoch lag bei 2072. Aktuell waren wir dann bei 1718 und auch hier der Trendwechsel bei 1500 US-Dollar im Gold. Bleiben wir bei Öl. Öl 62, also da zieht weiter Konjunktur.
Ja, der Konjunktur, ein sehr guter Konjunkturbarometer. Und jetzt gehen wir noch mal in die Technologiebörse. Nasdaq hatte ein Short-Signal schon geliefert letzte Woche, ein Vorreiter eigentlich für den gesamten Markt. S&P 500, das sind die 500 größten. Da sehen wir hier das Short-Signal am Freitag. Ja, und wenn wir uns den Chart mal kleiner verkleinern, sehen wir, es gab immer mal wieder so kleine Mini-Rücksetzer. Und wenn wir jetzt mal die große Strecke oder die Strecke nehmen, dann kommen wir auf Zielmarken für eine minimale Erholung bei 3.544. Ja, und wenn wir das Ganze jetzt nochmal im Dow Jones betrachten, hier, dann haben wir hier erstmal das Tief und da das Hoch. Und da kommen wir dann auf ein Niveau von 29.779. Das sind auch so ein bisschen die Tiefs hier, die dort abgespiegelt sind. Wunderbar. In der Blue Box sind wir noch neutral. Die Vola sehen wir, ist relativ ruhig. 24 Punkte oder ein bisschen mehr. Wir haben ja unten nochmal angefangen. Das heißt, bei 29 Punkte aktuell. Ist jetzt nicht spektakulär, aber es ist auch Montag, 8:40 Uhr. Und wir sind im ersten Trade long in unserer Blue Box. Und wir sehen dort unten die Vola-Box auf den linken Bildrand und da gehen wir rein. Und der Eröffnungstrade ist gelaufen. Eröffnungstrade ist gelaufen. Und ja, wir haben ein neues Feature. Wenn wir einen Trade nach Hause bringen, läutet jetzt aus dem Hamburger Hafen. Traders Club hat den ersten Trade nach Hause gebracht. So. Ich verabschiede mich jetzt bei den YouTubern. Ich glaube, wenn ich richtig gerechnet habe, fehlen jetzt noch 4 Trades. Dann haben wir 900 Tage voll in unserem Videotagebuch. 4 Trades fehlen noch. Dann ist das der 900. Trade, Eröffnungstrade, den wir hier tätigen. Insofern bleibt es hier extrem spannend diese Woche. Ja, also an den YouTubern, tschüss. Wir machen im Live-Trading-Raum ganz normal weiter. Und dann hören wir uns morgen wieder.